So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feed the Beast Dire Wolf 20 Package mit mir, Kauch7, und wir bauen einen Soulbinder. Den habe ich jetzt direkt schon mal vorbereitet und ich habe auch schon mal in einer Soul Vial. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, aber ich habe auf jeden Fall in diesem komischen Ding mir einen Zombie reingeholt, den wir dann jetzt da so reinpacken können. Und dafür brauchen wir EXP. Das ist doch eine Sauerei. Jetzt brauche ich auch noch EXP. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, jetzt muss ich erstmal wieder EXP zusammenfarmen. Das geht ja mal gar nicht. Müssen wir jetzt irgendwas hier zerbashen? Hier, guck mal, können wir doch hier so. Viech. Ich brauche nämlich 10 Level dafür, habe ich gerade gesehen. Das kann ja dauern, aber. Zumal ich ja mich kenne. Ich bin ja voll überhaupt nicht der Monster-Slasher in diesem Spiel. Kannst total vergessen. Aber das Gute ist, wenn wir dieses Ding haben, der holt uns ja die EXP da raus als Liquid XP. Und damit können wir dann schon coole Sachen machen. Vor allen Dingen kann ich mir dann Tränke erzeugen und so, die einfach die XP hochtreiben. Und ich meine, der holt aus unserem... Können wir hier diesen blöden Kreuz ausmachen. Der holt da Blaze Rods raus. Der holt da XP raus. Das ist doch ideal. Blazes sind vor allen Dingen nicht schlecht, weil Blazes sind nämlich nicht ohne, was XP angeht. Jetzt habe ich hier keinen Mob, ne? Darf doch nicht wahr sein. Da brauchst du einmal einen Haufen Mobs und was ist es? Keiner da. Voll die Sauerei hier, ey. Gucken, wie steht's denn um den Sonnenstand? Perfekt. Es wird langsam dunkel. Es sind Schafe. Das ist ein Hühnchen, das ist auch Schafe. Na, 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 na. Monstersuche. Kommt doch mal alle her. Oh, das ist eine Kuh. Hübscher Imp. Oder was auch immer. Das ist auch eine Kuh. Ein Schwein. Ich brauch doch nur Viecher zum Umnatzen. Wo seid ihr denn alle? Ich will euch doch jetzt eins in die Fresse geben. Mann. Suchst du einmal Viecher, ne? Weißt du, die ganze Zeit gehen die total auf den Sack. Und da suchst du jetzt, brauchst du die jetzt einmal und dann findest du keins. Vor allem jetzt spawnt ja auch nichts, ne? Doch da. Hunde. Hui. Hui. Und? Hui. Sehr schön. Sind wir doch schon mal Level 9. Ah, guck mal da, ein Enderman. Können wir dann jetzt auch noch eine Enderpearl abnehmen hier? Oh, das da vorne ist ein Fallen, ne? Mann, Fallen Knight. Ist mir irgendwie zu schnell. Oh, und Pferdchen. Du gehst auch noch drauf. Tschö. Fupp. Jetzt habe ich das sogar noch bekommen. Dachte, die Pferdchen hätte ich schon. Hi, Enderman. Wirst du wohl drauf gehen? Also diese Spinne ist weitaus gefährlicher als der ganze Rest hier, ey. Na gut. Wir haben aber unsere 10 Level und damit können wir dann jetzt das Dingen bauen. Voll die krassen Sachen wieder gekriegt hier. Das kann gleich mal alles hier in die Enderpouch. Das da, das, 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 das. So, 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 so. Und fertig. Ja.
läuft. Würde ich mal sagen, ne? Zack, Use Player XP. Sehr schön. Und der werkelt vor sich hin und kommt blaues Zeug raus. Franken-Zombie und eine Empty Soul Vial. Jetzt muss ich gerade wieder mal gucken, wie ist das Ding denn da? Killer Joe, Fuse Quartz und Dark Steel. Das Dark Steel, das kann ich glaube ich schon herstellen. Habe ich dafür schon ein Rezept? Dark. Ach, ich habe ja sogar. Brauchen wir jetzt nur noch Fused Quartz. Und zwar 5 Stück. Und den Franken Zombie. Und das war dann quasi schon. Jetzt muss der hier nur mal durcharbeiten da. Was macht man denn dann in der Zwischenzeit? Ja, gehen wir nochmal nach den Ender Flowers, Ender Lilies gucken. Okay, die sind noch nicht groß. Ja, hier wird dann übrigens wirklich die große Power Area entstehen. Es wird noch ein bisschen Aufwand, aber da werde ich einiges tun, denke ich. Ja, und wir haben übrigens, ich habe übrigens letztens ein Achievement bekommen. Wir haben ja hier jetzt richtig viele Channels in den Benutzungen, ne? Ich habe jetzt ein Achievement bekommen, dass ich ein ME mit 2048 Channels betreibe. Ne, nicht mit 2048, mit 128 Channels. Oder 256? Was denn? Jetzt müsst ihr selber nochmal nachgucken. Bevor ich euch hier irgendeinen Schwachsinn erzähle. 128. Und ich möchte eigentlich den hier erreichen. 2048 Channel. Das wäre doch mal cool, oder? Da gibt es noch so ein paar coole Achievements, die wir machen können. Auch was Mistcraft angeht und so. Kann man auch noch einiges machen und würde ich gerne. Muss ich ehrlich sagen. Also da freue ich mich ehrlich gesagt immer wieder. Der ist fertig. Dann können wir mal hier Fused Quartz rausnehmen. Wupp. Und Killer Joe, hallo, wie geht's dir denn? Und dann bringen wir dieses Ding jetzt mal hier runter. Aber dafür könnte ich nochmal eben eine Drum mitnehmen. Eine Drum. Und dann werde ich nämlich diese eine Pipe da auch noch abbauen. Und ich bin so gut, ey. Ich vergesse alles hier. Wir können ja auch hier lang. Da gibt es ja auch ein Terminal. Ich nehme nämlich jetzt einfach noch ein bisschen Dark Glass mit. Weil dann bauen wir nämlich mit dem Dark Glass gleich das Ganze da auch noch schön zu. Denn wir haben ja hier den beiden Seiten so verschiedene Methoden. So hier diese Fluid Conduits. Und die werden mich jetzt gerade angreifen, natürlich. Das war ja total klar. Nein, nein. Ich mag sie nicht. Ich mag Blazes nicht. Ich mag sie einfach nicht. Jetzt haben wir hier mega krasse Grafikbugs wieder einmal. Dann holen wir uns mal alles wieder aus unserem Grave. Da geht wahrscheinlich jetzt ganz viel in die Vacuum Chest rein. Und zwar alles. Yep. Aber auch viele Sachen habe ich hier noch. Wir können dann mal hier so hin. So.
Aber ich habe natürlich noch nicht alles. Nehmen wir das mal alles hier raus. Und dann kommt jetzt erstmal hier das Dark Glass hin. Und der braucht ein Schwert. Gut, das kann ich ja bewerkstelligen. Das gehört ja zu den Aufgaben, die wir täglich so machen. Und jetzt hauen wir uns hier mal das Fluid Connect noch hin. Und dann benötigen wir hier eine Drum. Stellen wir dann einfach mal daneben. Dann kann da nämlich auf jeden Fall auch das Zeug hin. Und ich sollte mir noch ein bisschen... Wisst ihr was? Ich mach das hier oben einfach. Douglas zu. So. Es kann ja nichts mehr passieren. Das ist doch schön. Jetzt braucht das Ding nämlich noch ein Schwert. Da habe ich sogar eins. Hier ein Iron Sword. Das können wir dafür ja nehmen. Und ich hab das einfach gerade consumed, ne? Wie es aussieht. Ja, die Vacuum Chest hat das aufgenommen. Das finde ich aber irgendwie gerade blöd. Gut, dann bauen wir die Vacuum Chest einfach nochmal ab. Da unten kommen die ja eh nicht durch. Unser Teil hier wieder mit Energie versorgen. Stecken wir mal das Schwert dahin. Und irgendwie möchte er die Energie hier nicht annehmen, so wie das ausschaut. Ich denke, er nimmt sie. Nein, er nimmt sie nicht von unten. Wie nimmt er denn die Energie an? Nimmt er die nur von oben? Nee. Was macht er denn hier, ey? Pull, Push. Disabled. Oder braucht er die von der Seite oder so? Nee. Ja, ich glaube, da müsste ich jetzt echt nochmal nachgucken, wie das genau funktioniert. Der Joe war das. Attacks nearby creatures. Supplied with the sword and nutrients distillation. Ach, da war was. Distillation. Das war ein Pilz oder Zucker oder so in der Vat. Ja, da müssen wir dann jetzt ja mal ein bisschen rumwerkeln hier. Das wird ja wieder mal Aufwand. Die Vat. Wo ist sie denn? Das ist die Vat. Aufwand über Aufwand. Aber was tut man nicht alles, um ein bisschen produziertes Zeug zu bekommen, ne? Aber dann brauchen wir hier überhaupt keine Energie, so wie ich das sehe. Nein. Ballast mich hier nicht ab. Ist auf jeden Fall schon mal so einiges los in dem Teil. Dann produzieren wir uns mal eben die Vat. Zack. Was braucht man denn für die Vat? Brauche ich einen Cauldron für. Läuft. Dann brauchen wir einen Machine. Kassi-Dingsbums. Ein Fluid Tank. Dafür brauchen wir. So. Davon brauchen wir zwei.
Und dann ein Furnace müsste ich haben. Machine Casing. Furnace haben wir nicht, können wir aber machen. Dann brauche ich Electrical Steel. Mach mal. Ja, ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich bin, was das angeht, echt nicht so sonderlich gut, wie ihr seht. Also Vorbereitung gleich null. Muss man einfach mal so sagen. Distilled da. Muss jeder jegliche Art von Head und Zucker oder Mushrooms oder Netherwarzen oder Fermented Spider Eye. Okay. Zucker kann ich ja herstellen. Warte mal, nehmen wir mal hier einfach ein bisschen was. Bisschen Zeug rausnehmen. Könnte ich eigentlich auch mal anziehen wieder. Das Blaze Border kann hier rein. Den brauchen wir. Die brauchen wir nicht mehr. Die brauchen wir auch erstmal nicht. Weiß nicht, wie das ist. Braucht die Wett Strom? Ist die große Frage, ne? Distilled. Sieht jetzt nicht so aus. Doch, 10.011. Okay, das Teil braucht Strom. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen mehr Conduit mit. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Wett herstellen können. Wenn ich die auch treffe. Und dann haben wir sie. Sehr schön. So. Wo sind die denn alle hin? So, hier haben wir die Wett. Können uns dann mal hier gleich Fluide rausgeben. Und zwar kriegt die Sugar da rein. Und die braucht auch noch Wasser. Alter Schwede, das Ding, das wird mir jetzt gerade echt hier viel, du. Machen wir erstmal das. Dann brauchen wir Energie für die Wett. Da müssen wir dem Ding jetzt auch noch Wasser geben, ey. Was die alle verlangen, da. Dafür wäre es mir schon fast wert, einen Ender-Tank einfach nur für Wasser zu bauen. Auch wenn das bescheuert ist. Buckets haben wir erstmal welche, dann mache ich das über Buckets erstmal. Zack. Zack. Da haben wir sie. Und da brauchen wir noch irgendwelche Heads. Und was haben wir denn da? Zombie-Heads hätte ich ganz viele. So 14 Stück. Schmeiß mal das Ding nämlich jetzt erstmal damit so weitgehend zu. Und Zombie-Heads. Jawohl. Ding brut jetzt gerade mal. Mhm.
So. Always active. Der hier geht mal gerade nur auf Insert. Der hier geht mal nur auf Insert. Sehr schön. Er hat jetzt auch schon XP angesammelt. Kann ich da auch als... Liquid XP rausholen. Ja, schön. Immerhin holt er jetzt schon mal Liquid XP raus und ich sehe da, dass er da auf jeden Fall auch was tut. Nehme ich jetzt auf jeden Fall auch die Blaze Rods raus. Und da braucht man wohl noch die Vacuum Chest für. Ich möchte nur nicht, dass sie das Schwert aufnimmt. Das wäre nämlich ziemlich dumm. Es ergibt zwar überhaupt keinen Sinn, aber... Da ist die Vakuumkiste. Sehr cooles Teil. So. Dann die Steel Pickaxe, die kann dann hier mal reine machen. Ja, das sieht doch schon besser aus. So. Der arbeitet vor sich hin, der braucht jetzt einfach nur Wasser. Aber Wasser kann man ja herstellen. Ja gut, herstellen ist jetzt falsches Wort, aber rausziehen, wenn man das so sagen will. XP ist da drin, ja. Und dann brauche ich hier Item-Konduit. Das war hier eins. Das hier disabled. Das kann auch disabled. Insert und hier, er hat schon Extract dran. Und dann kriegt er Always Active. Und jetzt werden die Blaze Rods auch reingeholt. Und wenn wir das jetzt noch vernünftig hier ausbauen, dass der auch immer schön seine Zombie-Heads bekommt, dann werde ich schon wieder von einem Blaze gefireballt, weil die jetzt auf einmal neben dem Teil spawnen. Was ich irgendwie nicht lustig finde. Ja. Das war immer wieder ätzend. Ist denn dieser Blaze gespawnt? Ach, der hat mich da wieder durchgefireballt. Wir brauchen die Fassaden. Nein, jetzt ist der ganze Kram da reingeflogen. Immer alles Relevante rausnehmen. Aber das werde ich gleich wahrscheinlich trotzdem nochmal zusammensuchen müssen. Weil der Magnetic Ring, der ist zum Beispiel gerade weg. Ach ja, gut. Wir brauchen Fassaden. Und ich werde hier Wasser hinleiten, dass das Ding automatisch läuft. Und wahrscheinlich auch noch den Zombie-Spawner da reinstellen. Und ja. Dann gehen wir den Scheiß mal holen. Ich glaube, das, aber ich denke, das reicht auch erstmal wieder für die Folge. Und deswegen sage ich jetzt auch erstmal wieder, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich bin es auf jeden Fall. Also bis dahin
Euer K.O. 7.